70 gekostet für drei Space Marines. Jetzt höre ich die Stimmen schon wieder. Ja, jetzt kosten sie 12,50, früher 7,50. Das sind 5 Euro mehr. Games Workshop macht alles teurer. Wenn ihr euch den Guss mal anschaut, ich werde euch das gleich zeigen. Es ist sowas von verständlich, warum die Sachen teurer geworden sind. Weil Games Workshop detailreicher wird. Also, ich erkläre es euch gleich natürlich alles. Doch erstmal machen wir auf. Nehmt euch einfach ein. Ui, da war ich wohl zu voreilig. Nehmt euch ein Skalpell, sucht euch eine schöne Stelle. Passt natürlich auf, dass das Kinder nicht sehen. Und machen komplett die Erstschlagbox mal auf. Ach, verpacken lassen wir wieder mal fallen. Jetzt haben wir hier an der Seite, jetzt sehen wir es hier nochmal hinten, was da drin ist, aber das ist ja erstmal egal. Haben wir hier so einen kleinen Öffner. Dann machen wir die Box jetzt erstmal auf. Wenn sie aufgehen möchte. Die will nicht aufgehen. Dann reißt das auf, denn die äußere Hülle ist erstmal egal. Und jetzt sehen wir hier schon das Coole, nämlich hier sind drei Container. Ich sehe gerade, ich öffne es falsch rum. Ich mache es mal so. Das sieht ja dann schon spannender aus. Denn die Container, die in der Starterbox drin sind, als Gelände sind, ist diese Box. Jetzt haben wir hier für Games Workshop für diese Sachen üblich. Jetzt kann ich auch die Lampe ein bisschen besser halten. Denn jetzt blendet es nicht mehr. Vorher hat es mit der Verpackung geblendet. Wir haben hier wieder mit den Schlitzen drin. Manche sagen, das ist schlimmer. Ich finde es nicht schlimmer. Ich finde es eigentlich sehr, sehr toll. Jetzt erstmal zu dem. Für alle Leute, die nicht gerne bemalen, die Boxen sind super. Die sind nämlich schon in einer gewissen Farbe vorgrundiert. Also man hat eigentlich mal blauen Guss. Das, was ich genauso auch schon gesagt habe bei Lost Patrol zum Beispiel. Mir gefällt es sehr. Und genau diese Güsse mit der Farbe, die gibt es auch in den anderen Boxen für 12 Euro. Das sind jetzt hier die Death Guard. Zu den Death Guard, ich zeige das mal ganz kurz. Das sind wie gesagt die Easy-to-Build-Dinger. Und die sind von dem Design her, ich drehe es auch gleich mal um für euch, wenn ihr euch das Design mal anguckt, das ist ein so guter Guss. Da sind die 12 Euro, auch wenn man sagt, dass es schon echt viel Geld ist und 12 Euro sind viel Euro für Plastik. Aber super. Kommen darauf später noch mal ganz kurz zu sprechen, was ich dazu sage zu diesen Modellen und was ich davon halte. Ja, die Primaris. Viele meckern, viele sagen, dass sie nicht so flufftechnisch passen, dass sie ihnen nicht passen. Warum diese Primaris jetzt noch mal kaufen, diese drei, werden jetzt viele sagen. Ich bin der Meinung, Primaris sind noch nicht draußen. Ob sie jemals in solchen Normalboxen erscheinen, weiß ich nicht, bin ich mir auch nicht sicher. Doch. Hier sind drei neue Posen drin und für drei neue Posen, da kann man die Box, wenn man jetzt nicht gerade so viel sparen möchte, kann man sich das auch mal leisten. Ich werde auch ehrlich sagen, ich habe mir die Box wegen diesen beiden Gussrahmen gekauft. Wegen diesem einen, den ich gleich nochmal erläutere, und den Death Guard Gussrahmen und den Primaris Schieß mich tot Gussrahmen. Denn die Modelle finde ich persönlich einfach nur sowas von genial gemacht. Weil es sind einfach mal Primaris mit Totenschädelmasken. Ich mag Totenschädelmasken. Das sind Scouts mit Kampfmesser und Totenschädelmasken. Mir gefallen sie sehr. Und wenn man die auch gerne mal in Legend of the Damned anmalt, dann glaube ich, ist das auch kein Vergehen. Games Workshop, Hut ab. Wunderbare Modelle. Mir gefallen sie wirklich sehr. Und auch von jetzt mal seht ihr das, was ich meine mit den Details. Ich schaue mal, ob ich es noch ein bisschen näher rankriege. Schaut euch diese Details an. Gerade die Köpfe, die hier sind noch die cooleren, wie ich finde. Denn ich mag nicht so Haare, aber jetzt viel zu fokussiert er falsch. Ja. Jetzt schaut euch diese tollen Köpfe an. Und jetzt haben wir das kleine Gelumpe, was wir drinne haben. Poxwalker. Ich bin noch nicht so überzeugt von den Poxwalkern. Diese finde ich ganz toll, denn die brauche ich nicht bemalen. Die stecke ich einfach zusammen und dann hat sich der Spaß so. Aber auch ganz tolle Modelle, gut modelliert. Hier für die kleinen Ekelleute, wo man die Kinder nicht hinlassen sollte, hier so ein schöner Arm. Mir gefallen sie sehr. Das, was wir immer brauchen, nochmal sechs Würfel. Schade, dass nicht die gleichen drin sind wie im Starter-Pack. Die roten Würfel, denn die würden mir mehr gefallen. Dann ein Maßband und jetzt eigentlich mal 6 Zoll.
Gefällt mir sehr, freut mich, dass sie es rausgebracht haben. Ja, was haben wir hier? Erstmal kommen wir zu dem. Das ist eine Spielmatte von Games Workshop in Pappe. Muss man nicht mögen. Ich habe sie jetzt drinne und ich glaube, ich werde die auch einmal ausprobieren, wie es so ist. Und dann werde ich das entweder euch zeigen oder sagen. Vielleicht nehme ich es ja auch mal auf. Dann haben wir hier noch so kleine Abziehbildchen, die sehr interessant sind. Und der Karton, der gleichzeitig das Gelände, den Bunker darstellt. Super gedruckt. Ich sehe keine wirklichen Schäden und finde ich super die Idee. Das hatten sie auch bei den Age of Sigmar Boxen schon mal gehabt. Und ich finde es toll. Ich kann nicht meckern mit der Box. Jetzt kommen wir aber zum tollen Teil. Während ich geredet habe, habe ich es nämlich aufgemacht. Wir haben jetzt hier nochmal ein wenig Plastik drin. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was hier drin ist. Wir haben das, was bei Games Workshop immer mitgeliefert ist, so eine kleine Bauanleitung. Super gemacht. Wir haben drinnen in solchen schönen Karten die Regeln. Reaver Squad heißen sie. Okay, gut. Wieder. Super gemacht. Dann haben wir Death Guard und Poxwalker noch. Super gemacht. Schaut euch das mal an. Ein Regelbuch. Wenn man darüber jetzt mal ganz kurz mal nachdenkt, Games Workshop liefert hier in gebundener Variante ein kleines Regelbuch mit. Das ist ja jetzt erstmal nur das Erstschlagregelbuch. Und jetzt nochmal Vorabregeln für Erstschlag. Also das ist jetzt direkt der Erstschlagbuch, was man hier hat, was man so klein spielen kann. Das werde ich bestimmt auch mal spielen. Und Grundregeln. Ja, Games Workshop. Super gemacht. Ich mache die Kamera ein bisschen anders und dann zeige ich euch noch ganz kurz nochmal die Modelle und dann können wir nochmal darüber nochmal kurz quatschen. Jetzt sind wir näher dran, jetzt können wir nochmal ganz kurz über die Modelle quatschen. Ich fange erstmal an mit meinen wunderbaren Primaris. Ich weiß, Primaris sind so ein kleines bisschen verpönt. Ich muss sagen, mir gefallen sehr blauer Guss. Muss man mit leben, schwarz werden sie eh grundiert, die werden auf jeden Fall bemalt. Weiter. Wir kennen sie ja schon. Außer das halt, was ich ganz toll finde, ist hier mit einem Nullenzirwuchs. Da. Gut gemacht, weil die werden bestimmt auch im Gussrahmen drin sein. Bleiben wir erstmal bei den Primaris. Hier ist es dieser Kampfmesser-Squad. Wunderbar modelliert. Mir haben sie von vornherein gefallen und ich wusste, die will ich auf jeden Fall haben und auch auf der Platte spielen. Deswegen, ich mag sie, ich werde sie ausprobieren. Vielleicht haben sie ja irgendwas mit, wo sie sich ranschleichen können. Ich habe mir die Regeln jetzt noch nicht angeguckt. Also mein Fazit zu den Regeln kann ich noch nicht geben. Ich kann aber erstmal sagen, mir gefallen sie optisch. Ich finde sie super. Und ich freue mich, sie zu spielen und aufzubauen. Jetzt kommen wir zu meinem einzigen Manko in dieser Box. Ich habe mir die Box wegen diesem Modell natürlich gekauft und ich habe vorher schon ein Manko gehabt. Da sind sie. Meine 9-3 Death Guard. Was soll ich zu den Death Guard sagen? Mir gefällt das Modelldesign wunderbar. Also Games Workshop gut gemacht. Also Games Workshop hat viele wunderbare Details reingebracht, die erstmal wunderbar sind. Doch für einen Spieleinsteiger in eine Grundbox zwei Spezialwaffen reinzupacken, ist schon ein wenig krass, weil man die Modelle echt eklig umbauen muss somit. Außerdem hat man hier schon eine Energiefaust am Sergeant dran. Was bedeutet, man muss, falls man diesen Trupp so spielen möchte mit What you see is what you get, also WYSIWYG, dann muss man einen solchen Granatenwerfer kaufen, dann muss man einen Plasmawerfer kaufen und eine Energiefaust. Das ist teuer. Das ist so das einzige Manko, was ich an dieser kompletten Box habe. Ein bisschen was umbauen, kein Problem. Ich will sie mir eh nur einmal holen. Also ich habe mir sie nur einmal geholt und dabei wird es auch bleiben.